Also alles sehr locker. Das hört man sehr selten in den letzten 2 Jahren im Allgemeinen und von Musikern im Speziellen. Deshalb gleich noch einmal, weil es so schön ist. Also alles sehr locker. Ja, aber Michael Tridopfoss, der ist auch ein kämpferischer, idealistischer Realist mit Durchhaltevermögen. Kennen ihn schon ewig mit den Poets of Rhythm. Wurden damals im Wiener Funkhaus 2 Funk-Singles aufgenommen, die mittlerweile zu Sammlerstücken geworden sind. Und immer wieder kommt interessante Post. Und auch diesmal war es wieder eine Single, die mir gleich einmal ein gutes Gefühl für 2022 gemacht hat. Alles ganz locker und ein bisschen ausführlicheres zu den Projekten, die der Michael da am Ausführen ist, und auf die Single, da kommt sicher noch mehr, aber jetzt habe ich noch nicht einmal die zweite Seite gespielt. LA, von ihnen kommen genau diese spirituellen Klänge, die einen Energie, Mut und Inspiration geben. Alles sehr, sehr dringend benötigt. Servus, hier ist Treetop von Feed LA. Auf unserer neuen Single Jihangir hört ihr Daniel Ray Garn am Schlagzeug, Jeff Özdemir am Bass, Özgür Bayraktar an den Keyboards und mich an Flügelhorn und Trompete. Wir hatten uns im Januar 2020 zu einer kurzen, spontanen Session zwischen 2 Acts getroffen, weil ich eh zu Aufnahmen für die Jeff Özdemir and Friends Volume 3 in Berlin war.
Und vom ersten Tag dann, vom ersten Moment an, war die Verbindung zwischen allen Menschen in diesem kleinen, vollgepackten Theatersaal da. Und die emotional-musikalische Intensität war so positiv und so überreich, dass wir das einfach weiterverfolgen mussten, dass wir das weiter erforscht haben. Egal, was sich da in den 2 Jahren danach in den Weg gestellt hat und versucht hat, das zu verunmöglichen. Unsere Musik ist eigentlich aus der Freiheit geboren. Aus dem spontanen Austausch im Moment. Wie im Free Jazz, nur eben mit unseren musikalischen Sprachen. Funk, Synthpop, Post-Rock, orientalische Musik, Soul, bayerische Musik, Hip-Hop. Das ist alles in uns drin und spiegelt sich alles wieder. Die Musik unserer Debüt-Maxi, die wir vor einem Jahr released haben, sind solche spontanen Kompositionen, ohne irgendeine Absprache im Vorfeld, aus der Luft gespielt. Die A-Seite der Single, Jihangir, war auch so eine spontane Komposition. Aber die haben wir genommen, haben sie destilliert, haben die Essenz herausgearbeitet und vor allen Dingen auch es auf das 7-Inch-Format gebracht, von der Länge her. Die B-Seite, Feed Lala, ist ein eigentlich kurzer Ausschnitt eines Feierabend-Jams, mehr oder weniger, nach einem langen Aufnahmetag, als wir mit den Themen, die wir bearbeitet haben, herumgespielt haben, dazwischen wieder abgeschweift sind und so weiter und so fort. Also alles sehr locker.